Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Weiß 2. Ich habe jetzt direkt einige Dinge euch zu sagen bezüglich ja, der letzten beiden Parts. Und das werden wir jetzt einfach mal direkt in den Anfang von diesen packen, bevor wir dann noch über ja, eine andere Sache reden. Erstmal, als allererstes, danke. Danke, dass dieser Kanal immer noch seine Stärken genauso beibehält, wie sie schon immer waren. Und das ist nämlich die, ja, die Austauschfähigkeit der Community, die Diskussionsfähigkeit der Community und so weiter. Allein schon was im letzten Part, wo ich über die Kommentarkultur geredet habe, wieder für massenhaft Kommentare reinkommen. Wirklich, dieses Video hat massenhaft Kommentare. Während ein Video derselben Größe normalerweise so 20, 30 Kommentare hatte, mit meinen Antworten und anderen Diskussionen, waren unter diesem Video, ich glaube aktuell haben wir 75 Kommentare. Davon sind vielleicht 20 oder 25 Hauptkommentare, also die halt einfach normale Kommentare, die geschrieben wurden, was schon sau viel ist. Aber dann, was darunter immer noch geantwortet wurde, was da für Diskussionen entstanden sind, bombenmäßig. Und genau das ist die Intention, die ich mit diesem Projekt habe, einfach eine Diskussionsplattform zu bieten. Und allein, was da schon wieder sehr für Erfahrungen ausgetauscht wurden und ich find's so toll. Ich find's so toll. Also da auf jeden Fall schon mein großes Danke. Viele von euch haben auch schon festgestellt, irgendwas läuft bei meinem Game nicht ganz so richtig. Zwei Abstürze in zwei Parts. Ja, das stimmt. Sagen wir es mal so. Ich spiele hier nicht die Version des Spiels, die normalerweise jeder andere spielen würde. Ich möchte mich jetzt zu nichts bekennen. Aber sagen wir es so. Ich habe mir jetzt für euch, ja vor zwei Tagen, am Donnerstag, auf Amazon nochmal eine Version von Pokémon Weiß 2 im Internet bestellt, in so einem Gebrauchtstore. Oh scheiße, da ein Pokéball gewesen. No. In so einem Gebrauchtspiele-Ladenstore. Also ich glaube, ich habe es für 18 Euro bekommen oder 19. Billiger habe ich es nicht gefunden. Und Pokémon Weiß 2 wird jetzt dann bald hoffentlich in meinem Briefkasten sein. Und dann werde ich auch nie wieder irgendwelche technischen Probleme haben, weil ich es dann einfach hier auf meinem DS nochmal neu zocken. Ah, egal. Jeder, der jetzt sich denkt, was redest du da, vergesst es. Und alle, die wissen, wovon ich rede, ihr wisst, ich habe mir das Spiel jetzt bestellt und werde es bald über meine Capture-Karte aufnehmen. So, so viel dann auch zu den technischen Problemen. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu dem Thema, worüber ich heute ein bisschen mit euch reden wollte. Und vor allem halt auch so ein bisschen das Thema, was so ein bisschen meine, ja, eigentlich komplett meine letzte Woche beansprucht hat. Vielen von euch ist es vielleicht gar nicht aufgefallen, wenn sie die Channel-News nicht geschaut haben. Ich war ja von Montag bis Freitag unterwegs. Ich war ja gar nicht daheim. Ich habe aber trotzdem schon am letzten Sonntag 10 Videos hochgeladen, dass für euch jeden Tag 2 Videos kamen. War schon ein Aufwand, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand es sehr cool zu sehen, wie einfach jeden Tag 2 Videos freigeschaltet wurden, ohne dass ich in den 5 Tagen mich um meinen YouTube-Kanal hätte kümmern müssen. War sehr cool. Ich habe halt natürlich auf Kommentare beantwortet. Aber mehr nicht. Also ich habe mich nur abends hingesetzt, habe eine halbe Stunde die Kommentare der Videos beantwortet, durchgelesen, die Rezensionen angeschaut und mich nicht mehr um YouTube gekümmert. Und Leute, es tut so gut, Abstand zu dieser Plattform zu bekommen, weil diese Plattform wirklich sehr viel von einem beansprucht. Das glaubt man nicht, aber täglich der Plattform YouTube ausgesetzt zu sein und vor allem auch, sag mal, täglich intensiv der Plattform ausgesetzt zu sein, was jetzt doch schon in den letzten, ja, 2 Jahren bei mir so war, seit ich aktiv YouTube-Videos selber mache, das bemerkt man gar nicht. Aber der liebe Sephiron hat auch ein Video darüber gemacht, wie es ist, als YouTuber zu arbeiten. Und der meinte auch, YouTube ist ein sau anstrengender Job. Und da muss ich ihm direkt recht geben. YouTube ist nicht anstrengend, weil du so viel technisches Know-how mitbringen musst oder weil du so ein Genie des Videoschnitts und der Videoaufnahme bist, dass du diese ganzen Videos machen kannst. Nein. Alles, was man eigentlich für einen guten YouTube-Kanal braucht, das, was ich hier gerade mache, das könnte jemand, wenn er sich anstrengt, in einem halben Jahr lernen. Dann wäre er auf demselben Stand wie ich. Und auch dieses Unterhaltensein, sei es über Themen reden und so weiter, auch das bekommt ihr mit der Zeit rein. Aber die Kunst oder die Anstrengung daran, einen YouTube-Kanal zu führen, ist es, diesen täglichen Druck standzuhalten,
einerseits den Druck, den man sich selber macht, wie gut will man auf seinem Kanal sein, das ist dieser Druck, den man sich selber macht, aber auch die Tatsache, dass einem jeden Tag Leute zuschauen, jeden Tag Leute deinen Spielstil bewerten, deinen Charakter bewerten, deine Meinung bewerten, Leute kennen deine Einstellung zu Dingen, kritisieren sie, beschimpfen sie, stimmen dir zu, stellen sie in Frage. Und das passiert täglich. Und wenn man seinen YouTube-Kanal sehr intensiv betreibt, was ich ja auch mache und mir auch wirklich viele Dinge, die ihr sagt, mir auch zu Herzen nehmen, dann ja, ist man einfach täglich ja, einer Beobachtung ausgesetzt. Ich meine, ihr als Zuschauer, ihr habt es in gewisser Weise einfach. Ihr schaut mir zu. Ist cool. Freut mich. So soll es ja auch sein. Und niemand interessiert sich aber, was eure politische Einstellung ist, was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr gerade macht, was in eurem Kopf vorgeht, wie ihr Spiele spielt, ob ihr gut oder schlecht seid. Das kriegt keiner mit. Vielleicht das, was in die Kommentare schreibt, was bei mir ja relativ viel vorhanden ist. Das heißt, hier in der Community kennt man sich doch relativ gut. Also ich kann vor allem sehr gut zuordnen, wer in meiner Community mag welche Spiele zeigt. Aber weil, wisst ihr, ihr wisst von meinem Leben vielleicht 5%. Mag jetzt vielleicht wenig klingen, weil ich sehr viel erzähle, aber letztendlich kennt ihr mich ja nicht persönlich. Aber von euch oder von einem Zuschauer weiß man ja nichts. Als Zuschauer ist man immer anonym im Internet unterwegs. Und die Kunst ist es halt wirklich, diesen, ja, dem Stand zu halten, dass man jeden Tag kritisiert wird, jeden Tag beobachtet wird und so weiter. Natürlich, ich habe es mir ausgesucht und jeder andere YouTuber auch. Ich möchte hier... Bitte interpretiert das nicht als einen auf, oh, ich bin das arme Opfer, ich werde jeden Tag beobachtet. Nein, ich könnte YouTube auch einfach jeden Tag hinschmeißen und dann wäre es das gewesen. Dann könnte ich auch mein anonymes Leben im Internet führen. Also bitte interpretiert das jetzt nicht als Wehklagen. Aber ich möchte, dass ihr versteht, warum es für mich so enorm wichtig und wertvoll war, jetzt mal endlich wieder in fünf Tagen auf Abstand von YouTube zu kommen, weil man täglich Beobachtung ausgesetzt ist. Und ich muss sagen auch, dass Sefi auch noch eine sehr tolle Sache angesprochen hat, und zwar die Tatsache, dass man als YouTuber oft einsam ist. Und das ist true. Das ist sowas von true. Das ist so richtig. Er sagte das und mir fiel es einfach wie Schuppen von den Augen. Scheiße, Mann, der Typ hat recht. Du bist sehr einsam. Möchte man jetzt im ersten Moment denken, hä, warum? Du interagierst doch mit vielen Leuten und so weiter. Ja, aber das ist nicht die Interaktion, die man normalerweise hat. Und wenn wir schon von den technischen Problemen reden, oh mein Gott, der Postbote muss jetzt endlich dieses Spiel bringen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht wieder. Genau von diesen technischen Problemen habe ich geredet. So, ich habe jetzt in dieser Pause, wo ich jetzt noch mal kurz das nachholen musste, was jetzt so ein bisschen durch diesen Bug verloren gegangen ist, habe ich jetzt noch mal ein bisschen nachdenken können. Und ich glaube, ich komme in diesem Video auf einen ganz guten Schluss. Ich war stehen geblieben bei, man ist als YouTuber extrem einsam. Interaktion mit der Community ist einfach nicht das, was die Interaktion mit echten Menschen ist. Und ich möchte das auch begründen, und zwar folgende Situation. Angenommen, es ist abends. Sagen wir einfach mal Mittwochabend, whatever. Es ist Mittwochabend und es geht mir richtig schlecht, weil mich irgendwas psychisch fertig macht. Dann, okay, normalerweise würde ich vielleicht einen Freund, eine Freundin anrufen und sagen, hey, mir geht's voll mies. Dann würden wir über das Problem reden. Und meistens, wenn man über ein Problem redet, abwägt, ja, nein, vielleicht, warum ist es so, was kannst du dagegen tun, dann geht's einem danach meistens besser. Als YouTuber ist es so, entweder erzählst du es gar keinem, machst einfach deine gute Laune-Videos wie immer, oder du sagst, okay, ich rede über das, was mich bedrückt in einem Video. Man setzt sich hin, redet über das Thema. Allerdings ist es dann so, das Video muss gerendert werden, das Video muss hochgeladen werden und meistens kommt das Video erst am nächsten Tag online. Am nächsten Tag hat man das Problem vielleicht gar nicht mehr, weil man das Problem irgendwie mit sich selber verarbeitet hat, weil man es irgendwo anders, weil man es verdrängt hat, weil man es aufgeschoben hat, whatever. Dann lädt man aber das Video hoch, die Leute sehen das und ja, wollen dir natürlich helfen. Sie sehen, oh, dir geht schlecht, schreiben Ratschläge in die Kommentare, aufmunternde Dinge. Du hast das Problem aber schon längst verdrängt und denkst so, oh, was schreiben die darüber, mir geht's doch gar nicht mehr so. Das Ding ist immer nur, in einem YouTube-Video bekommt ihr die Momentaufnahme eines YouTubers, seiner Laune, wie sie vor einem oder zwei Tagen war.
Wenn es einmal was schlecht geht, benötigt man am besten die aufmunternden, nachdenklichen Worte direkt. Und das kann einem YouTube nicht liefern, egal wie viele Abonnenten man hat. Außer man macht es im Livestream, das ist was anderes. Aber versteht ihr, was ich meine? Zwischenmenschlicher Kontakt ist so wertvoll. Und wenn man als YouTuber sehr viel Zeit in seinen Kanal steckt, vereinsamt man sehr krass. Und es zeigen sich Symptome der Einsamkeit, die man sonst nirgendwo sieht. Jetzt kümmern wir uns kurz hier drum. Ich werde gleich meine Gedanken weiter ausführen. Ich merke schon, ich werde sehr zufrieden mit dem Video sein. Jawohl. Hast du das gehört? Ich sehe hinach. Du suchst dort drüben. Okay. Okay, also versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, warum man als YouTuber einsam ist? Man steckt sehr viel Zeit in seinen Kanal. Sprich, man sitzt sehr viel allein vor dem PC und arbeitet dran. Natürlich mache ich das für euch. Und ich mache es auch gerne für euch. Ich habe mir das hier ausgesucht. Aber man muss lernen mit seiner... man muss lernen als YouTuber mit den gegebenen Umständen umzugehen. Man muss damit rechnen, du bist sehr viel allein. Man muss damit klarkommen, du wirst jeden Tag beobachtet, bewertet, kritisiert, sonst was. Natürlich kriegt man auch lobende Worte, klar. Also, du stehst im Fokus, jeden Tag, weil deine Fans sich einfach gerne deine Videos anschauen. Und ich sag nicht Fans, Fans ist kacke. Deine Zuschauer, deine Community, deine Leute. Und ja, das sind zwei extrem starke Faktoren, die einen als YouTuber sehr psychisch belasten. Und deswegen ist die Aussage, YouTube ist ein sehr anstrengendes Hobby, ein sehr anstrengender Beruf, whatever, mehr als legitim. Die Aussage stimmt zu 100%. Es ist nicht das Video erstellen und hochladen, es ist nicht die technische, praktische Seite. Es ist das, was psychisch auf einen einprasselt. Einsamkeit, Beobachtungsdruck. Man hat ständig das Gefühl, man muss sich von seiner besten Seite zeigen. Ich würde mich nie direkt nach dem Aufstehen mit so einer Fresse, so einer Frisur vor die Kamera setzen. Man möchte natürlich auch, ja, in einer gewissen Weise wahrgenommen werden. Also ich möchte natürlich auch nicht, dass sie ein schlechtes Bild von mir bekommt. Und das sind einfach alles Dinge, du arbeitest tagtäglich an dir. Du reflektierst dich jeden Tag selber. Du denkst jeden Tag über dich nach, weil du Kommentare durchliest. Das hast du als normaler Mensch nie. Weil nie jeden Tag Leute zu dir kommen und dich bewerten. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist YouTube übertrieben anstrengend. Deswegen starten viele auch auf einen neuen Kanal, wie ich vor 2 Jahren. Und deswegen hören auch viele Leute auf und sagen, nein, das ist zu viel für mich. YouTube verlangt einem sehr viel ab. Man muss dem aber nicht körperlich oder technisch gewachsen sein. Hier oben muss es stimmen. Und deswegen ist YouTube enorm anstrengend. Und jetzt komme ich noch zu der Rückfolgerung, wie ich auf das Thema komme. Gleich, wenn wir uns hier rumgekümmert haben. Sheesh, ich rede über das Thema richtig gut. Ich bin zufrieden. Ich komme genau zu dem Punkt, wo ich hin will. Ach, Jaul. Oh, dieses Gejaul. Endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist. Du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir verbringen selbst heulende Kinder zum Verstummen. Hast du schon von uns gehört? Nee, noch nicht. Im Ernst, wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einöl übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Ah, okay, Pokémon Schwarz und Weiß 2 spielen also 2 Jahre nach Pokémon Schwarz und Weiß. Na, wieder noch so alte Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesem Terriberg gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Und dann finde ich mich ausgerechnet ein Kind. Ah, das ist alles deine Schuld. Nimm das und der bewirft mich mit einer TM. Frustration. Wie der Pokéball geflogen ist, voll in meinem Face mit dem Geräusch. Okay, danke. Ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Ach, gar kein Kampf? Okay. Na, komm her, Kollege. Ja, Ulwuf. Oh, Terry Bark. Was ist denn nun passiert, dass du ganz allein bis hierher gelaufen bist? Oh, danke. Ich bin euch beiden sehr dankbar. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser darauf auf. Robin gibt ihm voll das Face. Was ist mit dem denn? Naja, der hat sich so aufgeregt, wenn dein Pokémon verschwindet. Na komm, wir gehen, Terry Bark. Die gehen mir auf den Sack. Okay, so, gut. Ich speichere direkt mal, um technischen Schwierigkeiten vorzubeugen.
Wie komme ich jetzt auf das ganze Thema? Ich war ja eine Woche jetzt in Mülheim. Oh, ich fasse mich kurz. Ich war eine Woche in Mülheim, alleine von der Arbeit aus und habe da halt unsere andere Firmenstelle besucht, habe da mit denen zusammengearbeitet und so weiter. Aber ich bin halt morgens um 8:30 in die Arbeit, habe da mit vielen neuen Leuten zusammengearbeitet, habe viele neue Kontakte schließen müssen, habe mich vielen neuen Leuten vorstellen müssen und ja, am Ende des Tages ging ich aus der Arbeit und saß allein im Hotelzimmer und ich war wirklich viel allein da oben. Einmal bin ich mit Kollegen ins Kino gegangen, einmal bin ich mit ihnen essen gegangen, aber Montag und Donnerstagabend war ich beide mal allein. Einmal bin ich alleine essen gegangen, einmal bin ich dann noch shoppen gegangen und war dann auf dem Zimmer, hab noch Serien geschaut und... Aber ich habe gemerkt, dass ich, ja, sehr allein war und dass Alleinsein scheiße ist. Natürlich war ich essen, das Essen war auch so gut, aber du sitzt dann da halt, scrollst in deinem Handy rum, isst das Essen, hast auch Zeit, das zu genießen. Wenn du allein bist, hast du Zeit, dich auf dein Essen zu fokussieren, um mal wirklich so bewusst zu essen und die Geschmäcker wahrzunehmen, aber trotzdem, du bist allein. Und da, als Sefi dann das Video über Einsamkeit gemacht hat, habe ich so voll die Parallelen gesehen und gemerkt, dass menschlicher Kontakt, sei es Familie, sei es Freunde, sei es sonst wer, und Leute, unterschätzt das nicht, das ist so wertvoll. Und ich habe wirklich aus dieser Woche mitgenommen, dass ich unbedingt darauf achten muss, genug und ausreichenden und intensiven Kontakt zu meinen Mitmenschen zu pflegen. Ich war vor gut einem Jahr, war ich ein sehr, in Anführungszeichen, einsamer Wolf. Aber ich habe mich selber in die Lage gebracht. Ich dachte, ich ziehe mein Ding allein durch. Ich gehe allein durchs Leben. Ich verfolge meine eigenen Ziele. Und wie falsch ich lag. Es hat mich so psychisch fertig gemacht irgendwann. Und ich wusste nicht, woran es lag. Und jetzt so in dieser Woche, wo ich darüber viel reflektieren konnte. Übrigens wieder reflektieren. Hat man so als YouTuber im Kopf. ist mir klar geworden, du brauchst Menschen um dich, du musst dich irgendwie sozial austauschen. Und dann ist mir endlich klar geworden, so, ach, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du auf YouTube so ein bisschen demotiviert bist, weil du dich allein fühlst. Wie gesagt, und aus dieser ganzen Woche habe ich mitgenommen, und das möchte ich euch mitgeben, unterschätzt nicht den Aspekt der persönlichen Interaktion. Ihr braucht Menschen um euch, ihr müsst euch austauschen, ihr müsst nicht über Skype oder Teamspeak, ihr müsst die Menschen in die Augen schauen, ihr müsst sie anfassen, ihr müsst mit denen Spaß haben, ihr müsst mit denen Dinge erleben, ihr müsst mit denen lachen, heulen und das gibt euch einen unfassbaren persönlichen Ausgleich. Und egal wie ihr sagt, ich hab's auch gemacht, ihr seid so allein, aber ihr seid der einsame Wolf, der sich durchs Leben kämpft, ihr seid auf euch allein gestellt und seid ihr nicht toll, genau so hab ich gedacht. Oh, ich lag so falsch. Deswegen möchte ich euch das mitgeben. Solltet ihr euch einfach mal irgendwie einsam fühlen oder psychisch down oder nicht verstanden fühlen, macht was mit Menschen. Macht was mit Menschen. Es geht vielleicht anderen Menschen genauso und es tut so gut. Es tut so gut. Macht so viel mit anderen Leuten, wie ihr könnt. Das ist die Message des Videos und ich bin mega happy, wie sich das ganze Thema jetzt aufgebaut hat, um dann am Ende auf diese eine Aussage zu kommen. Wenn's gut läuft, wenn ein Pokémon-Projekt nach meinen Vorstellungen gestaltet werden soll, dann ist jeder Part so. Aber Freunde, es ist sauschwierig, so ein Thema aufzubauen und dann am Ende alle Fäden zu einer Schlussfolgerung zusammenzuführen. Das wird mir vermutlich in jeder 5. oder 10. Folge nur gelingen. Gut, kümmern wir uns wieder ums Spiel. Huiuiuiuiui, habe ich mich jetzt in Rage geredet. Aber nice. Genau dafür habe ich Pokémon gestartet. Geht in keinem anderen Projekt. Oh, wie es aussieht, konntest du deinem Freund die Karte überreichen. Du und dein Team, ihr wart nur eine Weile weg. Dennoch seid ihr gewachsen. Alles klar, vergessen wir das Training. Ich will, dass mir zur Hand geht. Was? Ich habe die letzte Sprechblase habe ich gerade irgendwie falsch vorgelesen. Da habe ich irgendwas grammatikalisch verhauen. So, ich werde mir jetzt aber nochmal heilen gehen. Meinem Ole geht's nicht so gut. Und dann gehe ich zu ihm. Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass er gegen mich battlen will. Werden wir mal abchecken, ob er das wirklich tut. Ich denke ja nicht. Oh, jetzt bin ich richtig gut drauf, weil ich das jetzt so lange in meinem Kopf drin hatte. Die ganze Zugfahrt jetzt zurück, 7 Stunden lang oder 6,5, hatte ich jetzt die ganze Zeit dieses Thema im Kopf. Und ich wusste, wenn ich daheim bin, nehme ich noch ein Pokémon-Video auf, bevor ich schlafen gehe. Das ist auch das einzige Video, was ich heute aufnehme. Aber dass ich das jetzt wirklich so schön auf den Punkt bringen konnte, da bin ich sehr zufrieden. Und ich hoffe, ihr konntet alles verstehen, was ich sagen wollte. Oh, Lauro, mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Echt jetzt? Der sieht aber ziemlich stark aus. Ja, danke. Aber oh, man sieht meinen Bizeps gar nicht. Welchen Bizeps, Hübi? Du bist voll der Lauch! Nö!
Sheesh, ich bin übelst aufgeregt. Man merkt, dass ich 5 Tage lang kein Video aufgenommen habe. Das stimmt, aber dieser Trainer ist sehr... Achso, das, ja, das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark. Aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Und die wichtigste Lektion ist, dass man bei Pokémon-Kämpfen vor allem Spaß haben muss. Also, Bina, bitte tritt gegen die beiden an. Okay, zeig's mir. Er hat extra einen stärkeren Trainer mitgenommen, damit die verlieren. Aber finde ich gut. Man lernt wirklich aus Niederlagen und man lernt aus Fehlern. Aus Triumphen und Siegen lernst du nicht. Dann hast du nur das, was du schon kannst, gut angewendet, um zu gewinnen. Aber wirklich lernen und dich weiterbilden tust, wenn du verloren hast. Oder irgendwas nicht klappt. Und du dich so lange in dieses Fehler reinarbeitest, bis du es kannst. Aber darüber werde ich in anderen Mal reden. Wenn ihr scheitert, lernt ihr. Wenn ihr gewinnt, habt ihr nur das, was ihr bereits könnt, gut angewandt. Also, eigentlich sind Niederlagen und Probleme und wenn ihr scheitert, das sind eigentlich gute Sachen, weil die euch persönlich weiterbringen. So schmerzhaft, wie es ist. Aber darüber rede ich ein andermal. Ich könnte das Thema jetzt auch noch anfangen, aber es würde mal maßlos den Rahmen dieses Parts sprengen und würde jetzt auch thematisch gar nicht mehr so reinpassen, aber ich habe schon mal ein Thema angeteasert, was ich vielleicht irgendwann später nochmal ansprechen werde. Oh, er heilt mich, danke. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, es wäre jetzt fies, wenn ich mit der Paralyse weiterkämpfen müssen. Okay, dann geben wir auch noch diesem kleinen Mädchen hier auf die Schnauze. Ich habe jetzt übrigens gerade die Quest mit diesem Terrybug nicht ganz verstanden. Wir haben dieses Terrybug gesucht, haben es im Wald mit Team Plasma gefunden. Team Plasma hat uns einen Pokéball mit einer TM in die Fresse geworfen, ist geflüchtet und das war's. So, hä? Say what? Als ob Schlecker schon wieder paralysiert. Ah, das ist ja nicht sehr effektiv, ne? Ich bin ja auch blöd. So, dann tackeln wir es halt zu Tode. Oh, dass aber auch dauernd die Paralyse durchkommt bei Schlecker. Ich glaube, 4-mal Schlecker, 2-mal die Paralyse. Irgendwie so. Dafür habe ich einen Crit bekommen. Sauber, Ole. Ich bin stolz auf dich. So sollst du weiterkämpfen. Super. Und damit haben wir die beiden Kids besiegt. Ole bekommt Level 13. Hat er sich auch redlich verdient. Energiefokus war, dass es sich aufpumpt und dadurch die Volltrefferquote steigt, ne? Ja, nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Bekannte Attacken behalten, bitte. Nicht lernen. Genau. Super. Damit haben wir Lauros Kids oder Schüler gedisst. Weil wir so richtig heftige Kinderschläger sind. Jetzt erklärt er uns die Effektivitäten. Ja, die Danke weiß ich auch. Otaro, du hast für deinen Trainer wirklich alles gegeben. Dafür wird er geheilt, okay. Pokémon und Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte. Das ist einer der Vorzüge einer Reise. So true! Genau das, was ich in dieser Folge erzählt habe. Auch wenn ihr allein unterwegs seid, sucht euch neue Leute. Ich war da mit Leuten essen und im Kino, die ich erst in dieser Woche kennengelernt habe. Danke, Lauro. Du hast gerade genau mein Thema verständigt. Neue Leute kennenlernen, mit Menschen interagieren. Das hilft gegen Einsamkeit und macht euren Kopf frei. Und gebt euch vor allem auch neue Denkanstöße, weil ihr da mit Leuten in Kontakt kommt, die anders denken. Und das hilft euch, euer eigenes Weltbild weiterzuentwickeln. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber das ist für dich. Was da? Hallo, ich bin ein Fremder, bitte nimm mein ganzes Geld. Tschüss. What? Eine Medaillenbox. Das ist eine Medaillenbox. Und ich bin Dr. Med Alge. Oder Alge. Von der sogenannten Medaillenjagd gehört. Nein. Ach, und selbst wenn, ich erkläre es dir. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer vom Medaillenamt bewertet. Hier siehst du gleich ein paar Medaillen sozusagen als Willkommensgeschenk. Erste Schritte. Und diese Tippmedaillen werden bei dir eine große Hilfe sein. 5 Tipp. Hä? Noch eine Information am Rande. Wenn du Voraussetzungen für eine Medaille erfüllt hast, kannst du dir diese beim Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal deine Medaillenbox zur Hand und schau, was sich so alles darin befindet. Ich wollte jetzt gerade die Folge beenden, aber das kenne ich gar nicht. Was zur Hölle ist das? Hybina, man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der neuen Pokémon-Arena von Aventura City eingetroffen ist. Schau doch mal vorbei und überzeuge dich davon, wie stark du geworden bist. Okay, werde ich machen. Ich muss mir diese Medaillenbox angucken. Ja, habe ich ja noch nie davon gehört. Noch nie. Da. Ein Gerät in Form einer Box, in der Medaillen aufbewahrt und Informationen dazu gespeichert werden. Okay. Ja, ich habe es schon kapiert. Ja. Erhalte alle Teilnehmer an der Medaillenjagd das Symbol. Okay. Der Weg ist das Ziel. Wahrscheinlich viel laufen. Wenn deine Pokémon geschwächt sind, bringe sie in ein Pokémon-Center und lass sie heilen. Okay.
Und da kann ich jetzt die ganzen Medaillen sehen, die ich sammeln kann, oder? Ah, okay. Ah, und die Tippmedaillen, dadurch wird mir mit... dadurch, also die silbernen Münzen sind die Tippmedaillen. Dadurch sehe ich, was ich machen muss. Schärfe deine Instinkte im Linkkampf. Wer weiß, dein Mut. Ah, die Tippmedaillen sagen mir sozusagen, okay, das musst du vielleicht tun. Und hier haben wir noch eine. Tausche für die... Und bei denen... Da, bei denen kriege ich erst angezeigt, was, um was es da geht, wenn ich die Tippmedaillen habe. Ah, okay, I got it. Ich habe es kapiert. Das ist einfach so eine Art Achievement-System, wie man es aus Steam kennt. Schauen wir noch kurz ins Pokémon Center, ob ich schon was bekomme. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Hey, da ist er ja. Eine neue Medaille. Eine bronzene. Auch noch eine bronzene Medaille. Medaillen auf 50 zu erhöhen, okay. Ja, ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich bin sehr zufrieden mit dem Video. Bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht von Leuten, die selber YouTube machen. Versteht ihr, was ich meine? Geht es euch auch so? Oder habt ihr dann eine Strategie, diese Einsamkeit in gewisser Weise ein bisschen zu umgehen? Ich werde auf jeden Fall in Zukunft sehr dagegen ankämpfen. Und an alle Leute, die kein YouTube machen, habt ihr verstanden, was ich meine? Könnt ihr euch da reinversetzen? Oder sagt ihr irgendwie, Hübi, irgendwie check ich nicht ganz, was du da meinst, so, ne? Aber, ja, lasst uns darüber auf jeden Fall diskutieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier ist, du hast dein Spiel 10-mal gespeichert, yay. Und mein erstes verborgenes Item gefunden. Okay, super. Die Medaillenbox ist cool. Und dann, ja, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.